Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Club Adventures. Und heute schauen wir uns mal die seltenen, geheim versteckten Wildpferde an. Dafür gehen wir jetzt auf diesen frisch markierten Weg, den uns nämlich unsere gute Ranger-Freundin hier markiert hat. Und der geht nämlich außerhalb der Karte rein. Dieser Weg, wie ihr ihn hier seht, der führt außerhalb der Karte. Dieser Weg führt nämlich in eine Richtung, wo wir normalerweise gar nicht hinkommen, wenn wir diese Quest eben nicht gehabt haben. Und daher müssen wir jetzt hier tief in den Wald rein. Die Musik ändert sich, wird richtig cool von der Art her. Und es geht jetzt daran, dass wir diesen Schildern folgen, die ihr hier da vorne seht. Wir sehen dort diese Pferdeschilder. Wenn wir denen nicht folgen, finden wir leider gar nichts. Deswegen immer schön diesen Schildern nachlaufen, denn wir können ja nicht via Karte reiten. Die Karte existiert hier ja nicht in dem Bereich. Wir sind jetzt komplett außerhalb von der Karte. Und deswegen machen wir uns jetzt auf und folgen diesen Schildern. Da vorne haben wir ein weiteres Schild. Und wir müssen jetzt hier nach links. Tief in den Wald rein. An einem Häschen und einem Reh vorbei. Und nähern uns jetzt der Lichtung. So, und können jetzt sogar mal die neue Funktion auch testen, denn wir haben ja jetzt auch die Führfunktion freigeschaltet bekommen. Und dort sehen wir unsere coolen neuen wilden Schleichpferde. Ah, können wir erstmal auf die Entfernung hier so ein bisschen knipsen. Da seht ihr es. Da stehen unsere Pferde. Ja. Ah, ich finde sie ja schon cool. So. So hier, das gefällt mir richtig gut, das Bild. Das gefällt mir mit den guten Wildpferden. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen näher rankommen können. No! Moment. Da vorne ist ein kleines. Da! Oh no, wir können nicht nach drüben. Hier findet ihr auf jeden Fall die Wildpferdeherde, denn hier wurde nämlich auch da hinten so eine Futterbox hingestellt und dadurch kommen sie hier dann immer wieder her. Also wenn ihr auch mal die Wildpferde in Horse Club Adventures treffen wollt, einfach hier hingehen und ihr könnt da ein paar wirklich süße, schöne Bilder machen. Leider, wie ihr seht, kommt man eben nicht näher ran, was ich echt schade finde. Denn ich hätte da jetzt gerne direkt nochmal bei ihnen dann Bilder gemacht. Aber ab eben Tag, ich glaube es ist Tag 4, wo ihr am Ende diese Quest habt, könnt ihr hier immer wieder hingehen. Ab dem Zeitpunkt habt ihr die Möglichkeit, euch ab und zu mal hier mit den Wildpferden ein paar schöne Bilder anzuschauen, ein paar Bilder zu machen. Außerdem bekommt ihr auch dann die Rufenfunktion. Und da könnt ihr durch euer Pferd rufen, aber ihr seht, oh, okay, wir kommen da auf keinen Fall rüber. Ah, es ist so schade. Das ist das nächste, wie wir rankommen, leider. Ich schau mal, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen näher ranzoomen können. Da sehen wir so die Wildpferde stehen. Ich finde, die sind sehr süß gemacht. Was ist eure Meinung zu den Wildpferden in Horse Club Adventures? Wir machen uns natürlich wieder auf eine neue Aufgabe, denn wir haben einiges zu tun, um die ganzen Aufgaben hier noch zu erfüllen, damit wir ein paar schöne Fotos für unser Fotoalbum bekommen. Das werden wir aber zusammen noch im Stream erleben, wenn ihr Bock auf Horse Club Adventures habt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einer neuen Folge Horse Club Adventures wieder.
und dann natürlich auch im Stream, wo wir die Geschichte von Hazelwood weiter erleben zusammen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.